Ein Blick auf die Indizes, das ist es immer wert. Wir hatten heute als Trade des Tages hier beim Dow Jones einen Vorschlag gemacht, nämlich hier auf dieser Stundenbasis. Man sieht das hier noch so ein bisschen andeutungsweise, nämlich den Ausbruch aus dieser Range. Das ist für uns so ein klassisches Zeichen. Wenn der Markt aus so einer Range eben ausbricht, dann typischerweise auch ganz gerne schnell. Das ist jetzt natürlich Geschichte, aber wer bei Trade des Tages angemeldet ist, der hat das ja längst sowieso schon gesehen. Und rechtzeitig dann natürlich auch noch eine Information mitbekommen. Das Ding ist noch nicht im Ziel, auch wenn der Stop schon ein bisschen ja nachgezogen werden kann. Wer die genauen Marken sucht, der liest selber nochmal nach. Aber wir hatten jetzt eben gerade nochmal einen spannenden Augenblick, nämlich hier beim 5-Minuten-Chart beispielsweise, wo wir ein wenig vermutet hatten, vielleicht kriegen wir hier nach diesem deutlichen Anstieg und den bis damals so aussehenden Rücksetzer vielleicht sogar einen Einstiegstrigger. Jetzt habe ich hier sogar schon die neue Marke, die neue mögliche drin, hier auf dem Zwischenhoch mit der Chance, wohlgemerkt der Chance, dass der Kurs hier sich nach oben durchsetzt, hier das Ganze bricht und dann eben sich weiter nach oben fortsetzt. Ziel wäre ungefähr die 28.000 gewesen und wir erinnern uns, 28.000 ist ja in dieser Range jetzt hier, in dieser komischen seitwärts, leicht aufwärts gewackelten Bewegung eigentlich hier voll noch drin. Dann wären wir immer noch hier relativ harmlos unterwegs gewesen, wäre aber hier auf ganz kleiner Zeitebene super. Hätte jetzt nicht so toll gepasst mit der Sichtweise hier, aber macht nichts, denn wenn der Kurs hier getriggert wäre, wären wir hier in den Stop, in den Initialen reingelaufen, wäre ja kein Drama gewesen, dann hätte man sich über die andere Richtung gegebenenfalls gefreut. Der Markt hat es aber bis jetzt noch nicht wahrgenommen. Da sieht man mal, wie schön es ist, ruhig beide Seiten mal im Plan zu haben. Viele denken immer, ja, nee, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht long und short. Dann sagt er immer, ja, vielleicht passiert das oder das. Ich weiß das ganz häufig nicht, was als nächstes passiert. Als Händler weiß ich aber fast immer, was ich machen will. Und das ist das, was wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Bitte nicht davon ausgehen, ja, der hat sich doch jetzt auf Short festgelegt. Ich persönlich beispielsweise lege mich nie fest. Der Markt soll das entscheiden und ich sage dann ab der oder der Stelle, da bin ich dann eben gerne mit dabei, da scheint das dann für mich sinnvoll zu sein, da mache ich dann entsprechend mit. Also das mal als eine kleine Anregung. So, jetzt will ich aber nicht nur darüber gesprochen haben, sondern auch nochmal den Nasdaq kurz ins Bild gerückt haben, denn der hat ja eigentlich hier diese wunderbare Situation sehr schubmäßig hier nach oben, dann hier diese wackelige Geschichte nach unten, also den Klassiker eigentlich, den wir jetzt hier ja, gerne eben haben. Letzte Zwischenhoch hier gerissen, das ist schon Geschichte. Aber wer sich diese Aufwärtsbewegung hier mal seinerseits wieder anguckt, der sieht dann hier auf der kleinen Ebene, ich habe hier sogar noch ein paar Alarmmarken drin, wir haben hier sowas wie eine erste Hoch, dann gab es eine Abwärtsbewegung, dann eine dritte Hoch, dann wieder eine Abwärtsbewegung und das jetzt die fünfte. Es ist mehr als denkbar, dass der Markt jetzt mit diesem Fünferler erstmal fertig ist. Und wenn wir uns dieses Ende hier hinten angucken, dann deutet sich genau das schon an, nämlich dass der Markt jetzt in der Abwärtsbewegung ist und nach dem Fünferler jetzt einen etwas größeren Rücksetzer eben braucht. Ein Rücksetzer, der eben ein klassisches Format hat, gerne als Mindestausmaß jetzt hier, ich mache das jetzt mal so, die 3820er Marke, also 11.280 beim Nasdaq Future, wohlgemerkt, bitte guckt, was ihr für Titel da im Auge habt, das wäre jetzt so ein Klassiker. Und hier geht mein einer Alarm hier schon auf der Seite hier nach unten durch, also insofern ist das erstmal hier rauszunehmen an der Stelle und dann gucken wir mal, ob der Markt hier wackelig runterkommt, ja oder nein, oder ob er, wir wechseln auf eine kleinere Zeitebene, uns hier und oh, guckt euch das mal an, das sieht doch schon fast wieder mustergültig aus. Gehen wir mal auf den Minutenchart. Das ist noch kein Versprechen, aber es ist zumindest mal ein Hinweis. Guckt es euch mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn der jetzt irgendwie so hochkommt, oh Gott, ich bin begeistert. Ihr seht schon, ich bin voller Freude. Das Bild, was wir hier nach oben hatten, im ganz kleinen, hier wackelig runter, Zwischenhochs für einen Long brauchen eben. Ich muss zugeben, für mich ist die Minute etwas, was wir in der Regel nicht umsetzen. Zumindest mal nicht en gros. Hin und wieder gibt es ja mal die Gelegenheit. Aber als Privater hat man natürlich, wenn man denn möchte, vorsichtig, ich möchte niemanden zum Traden verführen, hier immer wieder Situationen, die genau das Ganze darstellen. Und das kriegen wir jetzt möglicherweise hier auf der Abwärtsseite. Ich muss schon wieder den Konjunktiv benutzen. Bis jetzt sind wir in dem vorderen Bereich deckend.
Der hintere Bereich, das ist jetzt die Bringschuld, die der Markt und die Marktteilnehmer bringen müssen. Aber ihr könnt schon erahnen, worauf das hinausläuft. Und dass das keine Seltenheit ist, haben wir hier im Minutenchart gesehen, haben wir hier zum Beispiel im Stundenchart gesehen oder auf ganz anderen großen Zeitebenen bis hin zum Tageschart. Wir haben es da mehrmals angesprochen, sieht man solche Szenarien immer wieder. So, jetzt lasse ich euch mal wieder alleine. Ihr sollt ja auch ein bisschen selber Spaß am Markt haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.